Ich habe vor ungefähr einem Monat dieses Video hier gedreht, wo ich meine ganzen Noten eingeschätzt habe. Und ich habe so viele Kommentare dazu bekommen, dass die Leute gesagt haben, Dani, du solltest dich nicht so gut einschätzen, am Ende bist du nur enttäuscht von dir selber. Ich habe sogar eine Notenliste gemacht und Leute, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen besser eingeschätzt, damit ich halt mehr Motivation habe. Aber ich habe einfach dieses Halbjahr nochmal besser abgeschnitten. Bei mir ist Notenschluss tatsächlich erst am Freitag und ich werde das Zeugnis auch erst in 3 Wochen bekommen. Aber trotzdem habe ich in ein paar Fächern bereits meine Note bekommen. Ich werde euch jetzt noch meine Noten vorlesen, die ich bereits bekommen habe. Aber bitte nehmt das nur als Motivation und nicht, um euch mit mir zu vergleichen. Mathe weiß ich tatsächlich immer noch nicht. Auf jeden Fall Kunst bekomme ich tatsächlich 15 Punkte, auch wenn der Lehrer es noch nicht gesagt hat, weil ich habe 2-mal mündlich und 2-mal schriftlich 15 Punkte. Leute, ich dachte wirklich, Deutsch schätze ich mich zu gut ein, aber ich habe einfach 14 bekommen. Ich glaube, die Lehrerin hat sich irgendwie verrechnet. Ist mir aber egal. In Physik habe ich noch keine Ahnung, aber in Ethik bekomme ich tatsächlich 14 Punkte, was aber echt nochmal knapp war, weil in der Präsentation hatte ich eine echt schlechte Note. Und Leute, ich bin ganz ehrlich, ich dachte, Pobi hätte ich mich auch viel zu gut eingeschätzt. Ich dachte, ich kriege da nur 13, aber ich habe wirklich 14 bekommen, weil der hat mir einfach 15 mündlich gegeben. Englisch, ich habe keine Ahnung, warum ich mich auf 14